krass, so nach langer Zeit mal wieder die Kamera in der Hand zu halten. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und ich habe mir gedacht, gerade hier beim Saubermachen, alte Schalter, ihr habt euch ja schon ewig mal eine Roomtour gewünscht und die werde ich jetzt einfach gleich mal starten. Ich werde hier erst noch mal ein paar Sachen wegrollen. Ja, ich bin hier gerade fleißig gewesen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis gleich, oder? Viel Spaß dann. Voll gespuckt gerade. Viel Spaß dann. Na gut, bis gleich. Alles klar, ich bin ready. Ich habe mir noch schnell ein neues Outfit angezogen. Anne kam in der Zeit hoch. Wir haben uns noch schnell ein bisschen was zum Essen gemacht. Während Anne sich jetzt hier im Bad fertig macht, habe ich mir gedacht, fange ich einfach an und leg los. Was sagst du dazu? Was legst du los? Mit der Roomtour. Okay. Ja, das ist unser großes Bad. Hier in der Kamera sieht es ja mal aus, als wenn es übelst groß wäre. Dabei ist es eigentlich einmal nur im Kreis drehen. Toilette, zack. Das war's schon, wa? Das war's. Das war's. Besonders toll ist der Klodeckel. Oh. Nein, nicht das. Ja, ich hab das gerade hier. Die Klobürste musst du zeigen. Warte, ich zeig euch schon mal den Klodeckel. Kann man das erkennen, den Schuh? Ja, ist alles rosa. Hier. Die Klobürste. Ey, aber ich muss sagen, dieses Ding ist echt handlich, weil man kann es besser so runter und hoch machen, weißt du? Man kann die Kacke besser abmachen, die Kackreste. Übrigens, kurz zur Info, das ist mein Schrank. Der Rest ist Annes. Ja, soll ich dazu noch irgendwas sagen? Hm. Würde ich auch nicht sagen. Ja, das ist unser Badezimmer. Hier oben übrigens richtig geil mit den Handtüchern. Richtig fett. Richtig fett. Das ist der Flur. Hier ist die Haustür. Hier hängen 1000 verschiedene Jacken. Alles voll. Stört mich auch irgendwie, aber man kann es ja nun mal nicht ändern im Winter. Ja, hier die ganzen Boots von Anne. Und von mir. Ganz unten ein paar Kinderschuhe. Hier wunderschöne Kronleuchter von Ikea, den Anne bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, gekauft hat. Auf jeden Fall, wenn man durch die Hauseingangstür reingeht, kommt man gleich links in das erste Zimmer. Und das ist das Zimmer von... Juna! Woo! Ja, Juna, gucken wir mal rein. Die Kinder sind jetzt gerade in der Kita, deswegen ist das alles so schön aufgeräumt. Das ist das Zimmer, ist jetzt auch nicht großartig. Hier nur eine super coole Flamingo-Tapete, die ich speziell geil finde. Und ich weiß ja nicht, wer hat die ausgesucht, du oder Icke? Du, wa? Und alles in rosa-pink. So sieht's aus. Woo! Gehen weiter. Durch den Flur. Das ist Mileys Zimmer. Und da fangen wir auch gleich an mit einem wunderschönen, fetten Puppenhaus. Komplette 3 Etagen. Ja, danke an Opa. Das hat Opa gebaut. Woo! Das ist alles pink hier. Sogar die Kommode hat Anne pink gemacht. Und dann gehen wir wieder in den Flur. Und da ist wieder Anne. Ich bin noch nicht weiter. Anne ist immer noch nicht weiter. Und ich dachte, ich bin viel zu schnell. Nee, langsam? Was dachte ich denn? Gar nichts. Okay, geh einfach weiter. Unser Reich, den Wohnraum, das Wohnzimmer. Schön groß. Freiräume. Boah, guckt ihr euch das Big Sofa an, ja? Anne ist ja ein totaler Freak, wenn es um Sofa geht. Sie muss unbedingt so ein Big Sofa haben. Ich will auch Platz haben mit meinem fetten Arsch. Sie will ja auch Platz haben mit ihrem fetten Arsch. Und sie will mit mir, wenn sie Filme guckt, auch sich gemütlich machen. Und ständig piept ihr Telefon. Ständig! Ich finde das alles interessant. Dieser schöne rosane Teppich mit diesem rosanen Hauch an Decken und rosa und ich sehe einfach nur rosa. Sogar die Tapete hier im Hintergrund, die ist ganz leicht rosa. Kann man das erkennen? Wenn man so rangeht, yeah. Da, die Küche. Die Küche ist bei uns immer sehr vollgestellt, weil die einfach zu klein ist für unsere Verhältnisse. Das ist unser Big Kühlschrank. Zack. Anne wünscht sich ja so einen amerikanischen Kühlschrank, am besten noch mit Eismaschine und mit Fernseher drin und noch eine Xbox One dran. Das ist ihr Traum. Als erstes, wenn wir aufstehen, erstmal ein Shake. Ja, wir haben gerade so ein leckeres Essen gemacht hier. Oh, war das lecker. Zum Essenbereich im Wohnzimmer. Hier ist Balkon hier. Oh Gott, der Balkon, der sieht aus wie Sau. Im Winter, da legen wir überhaupt keinen Wert drauf. Und das letzte Zimmer ist unser privates Reich. 9 Quadratmeter, noch nicht mal. Schlafzimmer. Da ist noch ein bisschen was da. Und da kann man überhaupt in die Küche greifen, weil die haben das schon abgerissen. Da ist noch so eine Plane noch vom Maler noch. Die habe ich ran gemacht, damit der ganze Rauch, wenn wir kochen und so, nicht unbedingt ins Bett kommt. Naja, okay, ich zeige euch jetzt nochmal schnell den Balkon, obwohl der schrecklich aussieht. Das ist unser Balkon hier. Das ist unser Balkon. Relativ groß für einen Balkon hier. Unser kleiner Garten, der hier noch um die Ecke geht.
einfach nur wunderschön. Wunderschön. Ihr habt ja schon ein paar Teile. Ich glaube, mittlerweile müsstet ihr eigentlich alle Zimmer kennen. Aber jetzt nochmal hier für euch alle Zimmer ein Video zusammengefasst. Was stinkt immer diese Haarspray? Guck dir doch mal, welches was nicht so duftet. Dann kriegst du ja Nasenkrebs. Oh. Ich sag goodbye. Bin durch. Bis bald. Tschüss.